Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das sind mehr oder weniger die ersten Meter, die ich jetzt fahre seit meinem Unfall in Zolder. Ich wollte jetzt unbedingt wieder aufs Motorrad. Auch wenn ich merke, dass irgendwie noch nicht alles so easy und unkompliziert ist. Um mal die Situation zusammenzufassen. Ich wurde in Zolder auf der Rennstrecke abgeräumt und bin mit meiner CBR da über die Strecke gerutscht und dann im Kiesbett gelandet. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Unfall auf der Rennstrecke passiert ist. Ich glaube, im Straßenverkehr wäre das nicht ganz so glimpflich abgelaufen. So mit weniger Auslauffläche und so. Ich komme jetzt gerade von unserem Helite-Händler und habe mit ihm zusammen mal getestet, ob die Airbag-Weste noch auslöst. Die war nämlich, oder ist immer noch, äußerlich ziemlich ramponiert. Ich blende euch mal ein Video dazu ein. Deshalb hatte ich ein bisschen Bedenken, gleich wieder damit loszufahren und dachte, lassen wir mal den Fachmann gucken. Der hat sich das aber angeschaut und meinte, ja, damit kannst du weiterfahren. Das sind nur kosmetische Fehler. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video hochladen, quasi ein Onboard-Video, wo ihr dann auch den Unfall sehen könnt. Ich muss sagen, ich habe echt einen riesen Schutzengel gehabt. Also bis darauf, dass halt mein Equipment ein bisschen beschädigt wurde und die CBR auch im Moment nicht so feierlich aussieht, habe ich gesundheitlich jetzt nicht so viel abbekommen. Ich habe einen monsterblauen Fleck am Ellenbogen und mir den linken Daumen geprellt. Und das rechte Handgelenk, das hat auch eine Prellung abbekommen. Ich war dann halt gleich wieder, gleich nach der Rennstrecke abends noch im Krankenhaus und habe das röntgen lassen. Aber da ist zum Glück, so wie es aussieht, nichts gebrochen. Das ist schon mal gut. Mal sehen, wie lange ich Freude an den Prellungen habe. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist die Sache mit meinem Helm. Den hatte ich gerade neu und habe den extra mir aufbewahrt, weil der so schön aussah. Und ich dachte, ja komm, dann nimmst du den mit auf die Rennstrecke. Dann wird er da eingeweiht. Wurde er auch. Aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Also dadurch, dass ich wirklich auf allen Körperseiten gerutscht bin. Unter anderem eben auch auf dem Gesicht. Also auf, zum Glück nicht auf dem Gesicht, aber auf dem Helm. Hat der Helm schon ziemlich tiefe Kratzer abbekommen und ich würde mich jetzt unwohl fühlen, den weiter zu verwenden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Aber ich glaube, der ist halt eher was für den Müll oder für die Vitrine. Ist halt super ärgerlich, weil ich den vorher noch nie anhatte. Aber naja, besser der Helm als mein Kopf, ne? Ansonsten, meine Lederkombi hat auch ein bisschen was abbekommen, hat aber jetzt keine Löcher oder sowas. Also die hat einen echt guten Job gemacht. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie anhatte. Die Handschuhe sind im Großen und Ganzen auch okay. Also da sind ein bisschen hier die Knöchelschoner abgekratzt und so, aber das ist alles noch im Rahmen. Ich muss auch sagen, dass die Luft jetzt gerade so ein bisschen raus ist beim Motorradfahren, also heute zumindest. Es ist zwar gerade super schönes Wetter, aber irgendwie, und ich habe auch jetzt akut, würde ich sagen, keine Angst, was ich jetzt nämlich gedacht hätte, dass ich irgendwie Panik habe, dass mir jetzt von links mich auf einmal einer überholt und so. Aber es macht schon nicht so viel Spaß, wie ich es normalerweise gewöhnt bin. Ich glaube, das ist aber halt eine normale Reaktion. Ich wollte jetzt direkt wieder aufsteigen, auch wenn mein Handgelenk und so eigentlich noch nicht so super fit sind. Aber jetzt bei den Motorradfahrbewegungen geht das eigentlich. Das schmerzt jetzt nicht akut. Tja, die CBR, da blende ich euch auch mal ein Video ein, wie
wie die aussieht, beziehungsweise wie sie direkt auf der Rennstrecke, als wir wieder in der Box waren, aussah. Werden wir jetzt erstmal von der kaputten Verkleidung befreien und uns mal anschauen, was da alles so gemacht werden muss. Also so ein Bremshebel an der Hand und am Fuß ist ja nicht so die große Sache. Die Verkleidung und die Scheibe, da muss man halt ein bisschen gegenrechnen, ob es sich lohnt, die wieder für die Straße fit zu machen oder nur als Rennstreckenmotorrad zu benutzen. Und den Rahmen müssen wir uns halt angucken, ob da irgendwas verzogen ist oder so. Die Kommentare, die ich bisher bekommen habe, waren zwar eher so, ja, du kannst wahrscheinlich froh sein, dass da nichts verzogen ist, weil ich ja nur gerutscht bin und nicht irgendwo gegengeprallt oder so, aber sicher ist sicher. Das gibt einem ja sonst auch immer ein blödes Gefühl, wenn man sich nicht ganz sicher sein kann, ob das Motorrad halt in Ordnung ist. Also direkt nach dem Unfall, als ich wieder in der Box war, war mein Gedanke, das war das erste und letzte Mal Rennstrecke. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich habe mich in den ersten Runden noch voll gefreut, dass die anderen Leute so rücksichtsvoll überholen und so. Im Nachhinein hätten wir vielleicht gleich auf unsere Turns verzichten sollen. An dem Tag war der Wurm drin. Es gab bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 Crashes in den ersten 4 Turns pro Gruppe und ich glaube, wir waren 4 Gruppen. Einen Turn konnten wir gar nicht fahren, weil die Strecke noch sauber gemacht werden musste. Also insgesamt ist es echt nicht so gut gelaufen. Ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, nicht nochmal in Zolder fahren möchte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es auf anderen Rennstrecken ist, aber ich fand es schon relativ voll irgendwie von der Anzahl der Fahrer. Das habe ich auch von anderen jetzt schon bestätigt bekommen, die Einschätzung. Und ich würde dann eher, vorausgesetzt wir kriegen die CBR wieder hinten, sowas bevorzugen wie so ein geführtes Training, Rennstreckentraining oder so. Oder auch eine Rennstrecke, die vielleicht auch besser ist für 600er. Weil die Geraden, das hat halt schon keinen Spaß gemacht, wenn man voll am Gas hängt. Die Drehzahl auch in Ordnung ist und dann halt so eine Tausender irgendwie mit doppelt so viel km/h an dir vorbeiballert. Das ist ein bisschen uncool gewesen. Deswegen müssen wir mal gucken, ob es vielleicht Strecken gibt, die besser für 600er geeignet sind und dann halt noch in Kombination mit so einem Instruktorentraining. Da hätte ich schon Lust drauf. Es hat an sich hat super Spaß gemacht. Bis halt zu diesem verfluchten Turn. Ich muss auch sagen, dass meine Konzentration heute nicht so ganz da ist. Also ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht könnt ihr mir mal erzählen, wenn ihr schon so einen Sturz hattet, wie das bei euch war mit der Verarbeitung, sag ich mal. Ich meine, ich hatte ja schon mal einen Motorradunfall, aber da war ich halt einfach ganz allein selber schuld. Gefühlt war das nicht so schlimm. Also die Verletzungen waren schlimmer, aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt. Wäre cool, wenn ihr mir da einen Kommentar da lasst, wie das bei euch war oder ob ihr irgendwelche Tipps habt, was ich jetzt machen kann, um mich wieder ein bisschen dran zu gewöhnen. Ich bin froh, dass ich wenigstens die XR habe, mit der ich jetzt durch die Gegend cruisen kann. Ich bin auch jetzt gar nicht mehr so auf Tempo aus, wie es vorher zwischendurch der Fall war. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der nächste Rennfahrer auf der Straße. Aber vorher hatte ich irgendwie mehr Spaß an Geschwindigkeit. Naja, mal sehen, vielleicht kommt es ja zurück. Wenn ihr die Rennstreckenvideos nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Es kommt auch auf jeden Fall wieder der klassische XR-Content. Auch da, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Jetzt wurde das Wetter auch hoffentlich dauerhaft schön ist, habe hoffentlich viel Gelegenheit, neue Videos aufzunehmen. Dann soll es das für heute auch gewesen sein. Wenn ihr Motorrad
Motorrad fahrt, dann fahrt schön vorsichtig, passende Schutzkleidung nicht vergessen. Kann manchmal Leben retten. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.